chart a course, the unstoppable force, pay a horse riding in town. Yeah. He set and sail with the object to fail. You can bet I'm gonna break it down. Nun, wir sind da. Nee. Erstmal machst du deine scheiß Aufnahme an, Junge. Ach ja. Alter, seit einem halben Jahr machst du nichts anderes. Naja, außer spielen, ne? Ach so, ja, stimmt, da war ja was. Hier, letzte Woche bei den White Russians war Qualitätsoffensive. Teddy, du hast das Wort. Ich wollte mir gerade ein Bier holen. Du hast mich jetzt völlig überrascht. Also, wir haben letzte Woche ganz viele Dinge getan und auch nicht getan. Reicht das? Qualitätsoffensive war unter anderem deswegen sehr gut und erfolgreich, weil wir wussten, wem welches Comlink gehört und wem welche, wer wo was ist. Es liegt übrigens daran, dass du mir niemals gesagt hast, wie dieser NPC hieß. Sie war einfach die Ork-Frau und dementsprechend stand das da halt in meinem Charakterblatt. Mhm, aber dann wirst du mir jetzt sagen können, welche Ork-Frau das ist. Die eine, der ich das Comlink geklaut habe. Also, wie man der geneigte merkt, Zuhörer kann uns vielleicht... Qualitätsoffensive, das hast du schon mal gesagt und das ist Bullshit. Die Qualitätsoffensive hat richtig gut funktioniert, deswegen machen wir ab jetzt Quantitätsoffensive. Genau, eine Frage noch. Wir haben ja für jeden eine Aufnahmequest quasi, wann habe ich welches Comlink geklaut von dieser Dame? Wir hatten für niemanden jemals eine Aufnahmequest. Och! Aufnahmequest! Nein. Quantität! Nein! Abgelehnt. Die Quantitätsoffensive durch die Anzahl meiner Neins symbolisiert. Ach so. Ja. Das ist Diddy. Sag mal hallo, Diddy. Hallo. Der spielt jetzt nämlich mit. Diddy, möchtest du jemanden grüßen? Grüße mein Auto und vielleicht sogar mein Motorrad, aber nur ein bisschen. Da wie man merkt, mit das ist einfach ein materialistischer kleiner Drecksack. Genau, 1:1. Nee, es ist nämlich so, wir sind alle zu alt und wir brauchen ganz frisches Blut. Deswegen ist Diddy hier und wird uns jetzt zeigen, wie die Cool Kids sind. Und dann werden wir uns auch alle so verhalten, weil wir nämlich gemerkt haben, dass wir auch wieder cool sein wollen, wie damals. Und es gibt mehr Einschaltquoten. Genau, denn wir zeigen seinen Penis. Hey, das stand aber nicht im Vertrag. Viel Spaß. Du hast das Kleingedruckte nicht gelesen. Hast du aber wirklich nicht. Auf dem Charakterformblatt, was ich dir geschickt habe, ganz unten, Schriftgröße 2. Alter, wir sind so qualitativ, ich habe nicht mal meinen scheiß Kalender offen, Mann. Ich habe meinen Charakter auch noch nicht offen, das ist ja... Obwohl doch, ich habe ihn noch offen, von letzte Woche. Sehr schön. Und alles, was in meinem Charakter steht, in meinem Kalender steht, ist Rack. Rack ist super. So. Nach den Ereignissen, Daddy. Rack heißt was? Sehr gut. Ich habe das nachgeschlagen. Nach den Ereignissen von letztem Mal brauchst du sicherlich eine kurze Zusammenfassung. Wir werden jetzt einen Monat springen aus Gründen. Okay, überleben wir das? Ich war doch schon wieder zurück. Nicht mal so aus Prinzip bei dem ganzen Scheiß, was gerade abgeht. Ja, bisher offensichtlich schon. Sonst hätte ich ja gesagt, wir springen einen Monat und du bräuchtest jetzt mal einen neuen Charakter. Ach so, na gut. Sinn. Ich hätte dir vielleicht sogar schon dann am Mittwoch gesagt, du. Nee, es ist folgendermaßen. Die Korps werden mal hartes Eingreifen simulieren.
Und dann werden sie tatsächlich mal hart eingreifen. Ja, ja. Es wäre, also die Anzahl der Festnahmen ist gar nicht mal so gering. Da die Gefängnisse ja natürlich schon aus allen Nähten platzen, werden die dann einfach genommen, verprügelt. Teilweise vielleicht ist einer dabei gestorben. Könnte passiert sein. Oder 3, 4, das waren so viele. Nachzählen lohnt sich nicht. Verprügelt. Und dann wieder in die DEA-Beat geschmissen. Das Ding ist, beziehungsweise in die Nähe, dass diese Mauern konnte man so nicht mehr halten. Das ist halt schade. Aber man hat teils Schutzzonen vorübergehend errichtet und man war diesmal klüger. Man hat nicht gesagt, wir halten die bösen Leute beisammen, sondern wir gucken, dass die guten Leute nicht behelligt werden. Das bezieht sich auch auf viele C-Gebiete, also die normale Unterschicht. Dort, wo es ein bisschen mehr gekracht hat, da hat sich die Polizei in Großaufmarsch davor gestellt, ein paar Maschendrahtzäunchen hingestellt und rangeschrieben, da ist übrigens Strom drauf, du hässliches Schwein. Und kontrolliert eher rigide, mitunter auch so, nur Anwohner und Paketdienst, denn die Leute wollen ja noch ihr MacBook haben. Des Weiteren, ja, bis in diesem Monat schon immer mal wieder ein paar Schießereien so, das könnte passiert sein, überall in der Stadt, vielleicht auch ein paar größere Gefechtchen. Und tatsächlich kam da auch häufiger mal die Polizei, aber dann meistens halt nur direkt in einem Format, wo sie gedacht hat, das passt schon. Also viele und gut ausgestattet. Euch betrifft es teils auch, aber die Gefechte, die ihr euch geliefert habt, die gingen meistens ziemlich solide aus, weil noch hat sich keine der Voris direkt gegen euch gestellt und die anderen Typen, die konntet ihr noch relativ gut in Schach halten. Also ihr habt mal hier vielleicht ein Streifschüsschen oder mal eine Kugel im Fuß oder wo man sonst so Kugeln hinbekommt. In den aber Fuß? In den Fuß. Aber es ging noch. Solange es nicht das dritte Bein ist, ist alles gut. Das stimmt nämlich. Aber bei dir musst du dir ja keine Sorgen machen. Es macht einfach nur Plong. Nur wenn es die Eier trifft. Naja, die sind doch davor gelagert als Schutzmantel. Das hat man doch so ausgemacht. Das hast du mir ja schon damals bei Charaktererschaffung geschrieben. Ja, ich erinnere mich grob. Und teils ist auch Ausgangssperre nachts. Auch ein bisschen weiter übergreifend, teils auch mal ein ganzes Stadtteil, sowas, also mit Stadtteil meine ich sowas wie Schneue. Aber das können die Bullen natürlich nur eher schlecht durchsetzen. Aber wenn sie dann ihn finden, dann gibt's schon Haue. Also der wird doch nicht irgendwie groß festgenommen, dann wird er verprügelt und in sein Haus geschleift oder in irgendein Haus geschleift und dann wird reingeschmissen. So ungefähr funktioniert das. Das ist doch okay, oder? So klingt nicht. Schön. Letzter Punkt. Siehst du mal. Habe ich vergessen. Daddy, du kriegst Nash zurück. Der Schwede, seine Lendenfrucht sowie Vlads 5 Kinder, Konstantins 2 Kinder und die zugehörigen Alten wurden bei Nacht und Nebel, und mit Nebel meine ich tief hängendem Smog, aus der Stadt geschafft und sind wer weiß wo. Super. Weil, wenn's kracht, nervt es nur. Du kannst dich im Schusswechsel nicht konzentrieren, wenn da 5 Plagen heulen. Geht einfach nicht. Ja, das ist richtig. Sehr gut. Es ist also Dienstag, der 24. September sind wir schon wieder. Ach du Scheiße. Dienstag, der 24. September. Vorweihnachtsstimmung liegt in der Luft. Könnten auch Todesmeldungen sein. Ist jetzt nicht ganz sicher. Naja, ist alles dasselbe. Ja, da werden einige Familien ein sehr glückliches Weihnachten feiern. Das stimmt nämlich. Da kann man sich mal wieder besinnen auf das, was wichtig ist. Die Familie und nicht Konsum, Konsum, Konsum. Wenn da plötzlich einer fehlt, dann weißt du, was du verpasst hast. Aber wie auch immer. Xu. Genau. Du kriegst einen Anruf von Hong. Naja, ich lieg gerade so ein bisschen auf dem Bett rum
und habe gerade so ein paar Bücher vor mir, also so Unterlagen für über Renraku. Und ja, irgendwie genervt gerade so ein bisschen ans Telefon. Da drin gerade relativ versunken war. Hallo? Hallo? Hallo. Ja, was gibt's? Wer ist denn da? Hong ist hier, Hong ist hier. Wir machen das schnell. Erstens, hier ist mein neuer Com-Code für die nächsten 3 Wochen. Zweitens, du kriegst heute eine Packung Burger und da ist ein Datenchip bei. Den Datenchip bringst du nach Yushnoye zu den Falcons. Die wissen schon, was damit anzufangen ist. Außerdem ist da ein bisschen Geld dabei für das Ding. Okay, wo soll ich den Burger abholen? Der kommt zu dir nach Hause geliefert. Okay. Das am besten. Sollte irgendwas dabei nicht klar gehen, der neue Com-Code dann dafür. Und wenn das alles klar geht, musst du mir nicht nochmal Bescheid sagen. Okay, falls es Probleme gibt, rufe ich an. Ja, die 93er-Route nach oben würde ich nicht nehmen. Da war letzte Nacht wieder irgendeine Scheiße. Und das, ich glaube, da ist immer noch ein bisschen viel Bullenpräsenz. Okay, weiß ich Bescheid. Also dann, ich melde mich. Tschüss. Pass auf dich auf. Er liegt auf. Ja. Das ist das erste Mal, dass ein SC auflegt und nicht ich. Ja, wir reden halt gerne mit den NPCs. So, klar, das ist es nämlich. Ja, sicher. Außerdem könnte man was Wichtiges verpassen. Du willst bloß immer das letzte Wort haben und ich schneide es dir ab. Ja, also ist okay. Naja, setzt sich dann noch einen Moment hin, wirft sich in den Stuhl, wirft seine Unterlagen in irgendein Fach auf seinen Schreibtisch und wirft sich dann noch einen Moment ins Bett. Fach auf dem Schreibtisch, ist Xu relativ ordentlich? Nicht wirklich. Einfach, wo okay. Er damit wegkommt. Also so eine Ablage, so die Ablage, darum kümmere ich mich später. Liegt da schon seit 3 Jahren. Gleich nachdem ich im Fitnessstudio war, ja. Es hat noch Zeit. Sehr gut. Ja, liegt dann halt völlig verträumt auf dem Bett und denkt über vergangene Zeiten nach. Schön. Du hast ein einsames Leben. Manche Leute können auch mal Ruhe genießen und müssen nicht ständig saufen, mein Junge. Ja, und können vielleicht daran auch liegen, dass er gestern Nacht weg war und immer noch ein bisschen kaputt ist. Ah, Kartenkalter auskurieren. Sehr gut. Das kenne ich. Da wollte ich dich in Schutz nehmen. Gut. Wenig später, dich in deiner Ruhephase und Erholungsphase unterbrechend, klingelt's. Du kriegst von irgend so einem sehr verstörten Vibesbild. Verstört, weil die hat irgendwie anscheinend gar nicht so viel Bock jetzt zur Zeit, so viel rumzufahren. Deine Burger. Es sind die billigsten. Aber dafür schmecken sie scheiße. Wieder mit Käse. mit Käse? Ah, nee, Käse stand leider nicht drauf, nee. Du musst dir das vorstellen, du nimmst so Mikroproteinbrei, presst den in eine Form, malst den an, aber die Farbe könnte nach was schmecken. Das heißt, du musst dann irgendwie ganz viel geschmacksneutralen Stoff drüber kippen, das nennst du dann Ketchup. Da gehört mindestens ein Kilo Salz dran. Das ist im Brötchen, weil man sich gedacht hat, wenn wir das Mikroproteinzeug salzen, ist das ein extra Arbeitsschritt, das geht nicht, aber der Pseudoteig muss eh salzen werden, deswegen kippt man da richtig viel ran. Ja. Projektoptimierung. Ja, nehme ich halt sozusagen die Burger an mich, schieb die Frau aus der Tür so ein bisschen und mach die Tür in der zu. Sehr gut. In der extra Burgersoße ist ein Datenchip und ein Crabstick ist vermutlich in so einem kleinen Tütchen
Scheiße, ich kann es eigentlich nicht schon wieder am Essen machen, das ist ja ärgerlich. Ist in so einem Tütchen in der Verpackung nämlich drin, in dieser Trage. Dings da. In der Ketchup-Tütchen oder was? Ketchup. Im Ketchup-Tütchen ist der Datenchip, genau. Und Classic dann in der Verpackung generell, du kriegst da so eine kleine, wie so eine Pizzatüte, Karton bloß größer. Da sind 650 Nuyen drauf. Ja. Freut man sich schon drüber, also kriege ich dann erstmal weg und leg's erstmal auch wieder auf Seite, das hat Zeit bis später und versteckt es halt an einen guten Platz unterm Bett, wie es gehört, für den ordentlichen Gangster. Sehr gut. Denn da würde niemals jemand danach suchen. Nein. Viel zu offensichtlich. Ja. Auf jeden Fall schnappe ich mir dann den Datenchip und er hat ja nicht gesagt, dass ich zu einer speziellen Zeit dort sein muss, oder? Nö. Also ja. Es empfiehlt sich natürlich, das eher tagsüber zu machen, weil wenn dann nachts irgendwie mal wieder irgendwo der Ausgangssperre ausgerufen hat, das ist doof. Wie viel Uhr ist denn gerade dann ungefähr? Keine Ahnung, du lagst noch im Bett und hast ausgekatert, das macht man ja bekanntlich mindestens bis 13 Uhr, deswegen sage ich jetzt, es ist 13.24 Uhr. Ja. Schmeiße mich noch in meinen Sessel und entspanne auch eine halbe Stunde und mache mich dann langsam auf den Weg. Also mehr langsam als schnell, ja. Das, du meinst, du wirst die Geschwindigkeitsbegrenzung einhalten? Nee, es geht eher darum, dass ich mich ja erstmal aus meinem Apartment rausbegeben muss und dann erstmal so langsam wie möglich und mit so vielen Umwegen wie möglich Richtung Auto begebe. Ich verstehe, der Paranoide. Dich beobachtet keiner. Gut so. Naja, spring dann in mein Auto. Ich habe ja hoffentlich den Datenchip mitgenommen und habe ihn nicht oben liegen lassen. Du kannst davon ausgehen, ich mache mich ständig über meine Spieler lustig, aber ich nehme sie ernst in der Hinsicht, dass ich sie ganz offensichtlich dumme Sachen nicht machen lasse, nur weil sie nicht sagen. Das ist okay. Okay. Ich würde jetzt sogar, wenn die jetzt sagen, ich nehme keinen Störsender mit, erwarten, dass sie es trotzdem tun. Okay. Außer nicht immer. Das hab ich mir jetzt gemerkt. Das Problem ist nächstes Mal, wenn wir in der Kontrolle sind. Jetzt lass mal den Didi weitermachen. Wir dürfen den nicht so unterbrechen so oft. Also Entschuldigung, ich wollte dich nicht in der Tiefenimmersion stören. Ja. Gebe mich zu meinem Auto und fahre dann Richtung, wo auch immer diese Falcons sind. Und meide die 97er, die er gemeint hat. Jetzt. Sehr war gut. Das? 90er, ja. Die paar 90er, ich habe mir das natürlich auch gemerkt. Ja, es gibt ein, zwei Stellen, wo sie tatsächlich ab und zu mal ein Auto rausholen und kontrollieren. Du wirst auch dabei sein, jedenfalls einmal. Aber da wird jetzt nichts groß sein. Sie gucken da auch eher oberflächlich drüber, quasi eher so, machen sie mal hinten auf, sie haben keine 5 Kilo Sprengstoff drin oder keine 10 bewaffneten Menschen, nee, dann fahren sie halt weiter. Es scheint Überforderung vorhanden zu sein, aber wie du siehst, bei den anderen Leuten wirkt zumindest die Einschüchterung, denn wenn da 5 Bullen sind und 2 haben ein Maschinengewehr, und damit meine ich eine Maschinenpistole, und eine halbe SWAT-Panzerung an, dann sind die meisten schon verstört und fühlen sich sicher, Idioten. Du wirst dann also nach, keine Ahnung, einer Stunde Fahrzeit dort oben ankommen. Es ist ein etwas größer. Du siehst da auch so vielleicht ein, zwei Bullentransporter in der Nähe stehen und ein paar von denen stehen auch gerade draußen und rauchen eine. Gucken kurz in die Richtung, kannst aber problemlos an denen vorbeifahren. Und die haben dann halt so einen Parkplatz, wo du drauf fahren kannst, und da hängen auch ein paar Typen ab. Du hörst noch, wenn du aussteigst. Bevor ich über einen aussteig, fahre ich noch zweimal um den Block, um mir wirklich sicher zu sein, dass mir wirklich niemand gefolgt ist, und fahre dann da rein. Dir ist niemand gefolgt. Gut so. Aber dann kommen natürlich 2 solcher Typen auf dich zu. Es ist ein Troll und ein Zwerg.
damit das auch Spaß macht, postieren sich mit schon der Hand am Häuser so links und rechts von deinem Auto. Okay. Und damit es richtig einschüchternd wirkt, steht vor deiner Tür der Zwerg. Naja, ich mach so langsam vorsichtig die Tür auf und steig langsam mit Blickkontakt auf den Zwerg aus und sag, Moin, ich soll hier irgendwie einen Datenchip abliefern oder so. Aha, und von wem? Von Cheng Long, Cheng Hong. Professor, kennst du Wang Lung? Cheng Hong. Kennst du Cheng Hong? Genau, habe ich noch nie gehört. Na dann lass dich mal abtasten. Und ich hoffe, du hast ja die Klöten hier waschen. Ich ziehe aus meinem Ärmel so ganz vorsichtig so ein Messer raus und leg das auf mein Auto ab. Oh mein Gott, er hat eine Waffe! Okay. Du weißt schon, wie es funktioniert, das macht's einfacher. Stell mich dann so leicht gespreizt hin und lass dem Typen machen, was er für richtig hält. Jo, der grapscht dir kurz zwischen, nicht zwischen die Beine, sondern halt die Beine entlang und sagt dann, und jetzt beugst du dich runter. Na, das mache ich jetzt natürlich nicht. Nee, du solltest dich schon runterbeugen, ich komme nicht unter deine scheiß Arme, Mann. Okay, ich gehe so ein bisschen in die Hocke, damit er meine Arme kommt. Das siehst du, danke. Warum mache ich das hier eigentlich, Prof? Keine Ahnung, du wolltest auf die Seite, jetzt müsste ich laufen. Ich muss ja hier die Tür sichern, nicht, dass da jemand rausspringt und mich abknallt. Was soll denn das? Fick dich. So, okay. Einmal mit Profis arbeiten. Hehehe. Okay, da, sehr gut. Frischling, komm mal her. Ja. Ich tappern. Okay, Frischling, übrigens, das wollte ich vorhin noch sagen. Achso, du kannst dein Messer kannst du meinetwegen einstecken. Aber keine Faxen. Frischling, was ich noch sagen wollte. Da gibt's so ein Brausepulver von Dr. Baryshnikov. Alter, wenn du das nimmst und dir dann einen blasen lässt, wenn du da dann abspritzt, ist das, als würde Gott selbst es schlucken, Alter. Musst du unbedingt ausprobieren. Nee, im Ernst, Mann, das ist übel fett. Kennst du das? Ich bin Xu. Xu, kennst du das? Ich bin erst seit kurzem in der Stadt, aber davon habe ich nichts gehört. Ein Mann, Alter, ihr habt alle keine Ahnung vom Leben. Nimm die mal mit zum Chef. Ja, ich steck vorsichtig mein Messer wieder weg, wo ich es her hab. Und folg dann diesem Ork da. Achso, kannst du da mal hinten aufmachen? Klar. Was hast du da hinten drin? Eigentlich nur einen Stuhl, wenn ich. Und warum, warum hast du einen Stuhl in deinem Auto? Das ist ein Van. Du meinst so eine Sitzbank oder was? Was ähnliches. Ich gehe hinter und mach sozusagen den Kofferraum auf. Also mach halt die hinteren Türen auf. Okay. Gut. Und wieder zu und mach dann noch die Fahrertür zu und geh dann hinter ihm her und spar noch währenddessen das Auto ab. Jojo, ich würde seitlich von dir gehen. Okay. Und zwar auf der Seite, wo du das Messer herziehen müsstest. Das ist übrigens ein guter Zeitpunkt, um mal kurz anzumerken, wie Xu so aussehen tut. Genau. Er ist ungefähr 1,59 Meter groß. So sieht aus wie ein typischer Asiate, hat schwarze Haare, hat Cyberaugen und auch drei glänzende Cyberfinger. Außerdem hat er eine leichte Narbe unter seinem einen Auge, er hat außerdem Cyberaugen und unter diesem ist sozusagen eine Narbe. Südostasiatisch, um genau zu sein. Nicht, dass die Leute denken, du wärst ein Inder, das wäre fatal. Stimmt. Nee.
Gut, will man ja nicht. Gerade sowas. Direkt halt gerade Jeans und ein Pullover, wo drauf steht, Magie gehört in die Tonne. Okay. Und da drauf irgendwie so ein riesiger Abfalleimer und irgendwie magische Gegenstände, die daraus rausquallen. Kein Sex mit Magiern. Mhm. Wird zur Kenntnis genommen. Ja, einmal bitte durch diese Tür. Ich, ja. Der Chef war ja, hier, der Chef war wahrscheinlich in seinem Büro, gehe ich mal von außen. Ja. Ja, dann laufe ich halt mal mit dem jungen Mann Richtung Chefsbüro. Klopft dann an. Jo. Ja, Tür auf. Ich habe hier einen Xu für dich. Der wollte dir was bringen. Hallo? Was willst du mir bringen? Ich bringe einen Datenchip von Cheng Hong vorbei. Soll ich an die Falcons liefern? Wer ist das? Jetzt nicht komplett irre, ist doch Outgame. Mitglied der ICD-Brecher, wenn ich das jetzt noch richtig Genau. Okay. Das ist schon richtig. Okay. Sie kennt nur keine Sau. Ja, dann wieder zurück. Ja, ist ein Mitglied der ICD-Brecher. Soll ich vorbeibringen. So. Aber du nicht. Momentan noch nicht. Aha. Na gut, dann gib mal her. Ich reiche ihm den Chip. Frischling, hol mal bitte Elder. Jupp. Linker Arm übrigens, ne, für den Fall, dass er ihn rauszieht. Messer. Wieso hast du denn ein Messer dabei? Also ja, nee, du hast nur keine Knarre dabei. Ich mag keine Schusswaffen. Ich weiß nicht warum. Okay. Setz dich, holt Wodka, gib euch beiden ein. Aber ja, ich hole erstmal ich habe Elder angerufen. Ja, du machst es nebenbei, ja. Du gehst ja hin. Dann Prost. Ja, schnapp mir sozusagen Glas oder was auch immer mir reicht und einen Schluck. Oder Flasche. Hat man dir irgendwas dazu gesagt? Nur, dass ich es vorbeibringen soll und ihr Bescheid wüsstet. Oh, du machst schon enger was mit denen. So allgemein meine ich. Du machst schon enger was mit denen allgemein so. Ja, ich habe schon mehrere Sachen geliefert und auch schon bei ein paar Sachen mit denen zusammengearbeitet. Na gut. So, Kaban. Mhm. Du stehst vor der Tür. Mhm. Mit dem Schloss. Er hat wieder in letzter Zeit dran rumgewerkelt. Das Outcome ist noch nicht ganz klar. Ja, ich klopfe an und frage das. Also, ist es das digitale Schloss? Ja, immer noch, ne? Dann immer noch das. Ja, dann gebe ich da einfach mal eine Öffnungsbitte an dieses Schloss. Du bist Kaban. Tritt Jo. Ein. Die Tür öffnet sich. Wichser. Wichser. Fotze. Arschkind. Mann, Alter. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber es hat dich erkannt. Das hat mich erkannt. Und es hat dir die Tür aufgemacht. Das ist schon mal richtig nett, ja. Geil. Ich befürchte ja immer noch, dass weil es mich erkannt hat, hat es mich beschimpft. Aber das könnte natürlich sein. Eben. Der Chef wollte mal kurz mit dir sprechen. Da ist einer von den ICs oder einer von deren Jungs. Oder? Ach du Scheiße! Und jetzt hat er gemerkt, dass er viel besser ist als ich. Und dann wäre ich aussortiert. Komm doch einfach mit. Ja. Kommt mit. Wird dann sich den Datenchip auf Geheiß mal kurz angucken, nicht, dass da irgendwie was drauf ist, was nicht so cool wäre, dann wird er das Vlad vorlegen, der guckt sich das an, Vlad braucht geschlagene 10 Minuten, da kann er sich vorlesen lassen, 5 Minuten mit dem Ding. Aha.
Na gut. Ella, du bringst mal unseren Jast rüber und bietest dir mal was zu schmausen und was zu saufen an. Ah, das ist doch mal Wort. Jo. Kommt dann gleich noch jemand. Aber dass das schon mal klar ist. Wir vergessen das nicht. Das ist alles in Ordnung. Ja, ich gehe dann, die mit. Sehr gut. Ja, dann würde ich dann halt da in die Küche pflanzen und würde irgendwie Fraß rausholen und noch was zu saufen. Je nachdem, was du willst. Das ist nicht die übelste Auswahl, aber du kannst halt was kurz verschmausen. Ja, irgendwie würde ich sagen, trinke und irgendwie, wenn noch ein Burger da ist oder sowas ähnliches, noch ein Burger. Gibt noch eine kalte Pizza. Besser als nichts. Sehr gut. Und Reste von Geschnitzelten. Und oh, das, und Feingourmet-Reste von Geschnetzelten. Er hat gesagt, du bist probieren. Gast. Wenn er dich als Gast bezeichnet, dann musst du sogar was davon kriegen. Scheiße, Alter, was wollte ich noch essen? Ich kann dich also damit jetzt schon nicht leiden, mein Freund. Aber das ist nicht so schlimm. Ich habe hier sowieso nichts zu melden. Ach, ja. Mir erreicht schon die Pizza. Na komm, hier. Kriegst du noch ein bisschen was davon. Schmeckt geil, on. Kavan. Ja. Du kriegst den Chip. Du hast ja schon gelesen, ne? Mhm. Jojo ist nicht da. Ist bei dem Schild auch vielleicht besser. Naja, wo? Ihr seid die beiden Typen, die sich jetzt um so einen Mist zu kümmern haben. Und das hab ich da gesagt. Und ihr habt die Scheiße mit denen ausgemacht. Und ich habe eigentlich auch überhaupt keinen Bock auf die Ficker jetzt. Easy. Aber wir haben es ihnen ja gesagt. Check erstmal den Typen ab, ob der was taugt, keine Ahnung. Guck mal, was das so für einer ist, wie tief der drin steckt und alles. Mhm. Und dann müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht genau, wann Jojo wiederkommt. Die ist irgendwie unterwegs mit Dingens hier und Dangens. Ansonsten. Hey, du bist ja im Prospect. Ich kann dich das noch nicht alleine machen lassen, aber, ne? Wir gucken erstmal. Lübt. Check den erstmal aus und du weißt doch besser, was ihr damals abgemacht habt. Ja. Das war ein Witz, ne? Du sagst jetzt, das ist der Moment, wo du ja sagst. Ja, ja. Das ist der Moment, wo du aber nochmal nicht mehr, du weißt schon noch, was da war. Alter Mann, ohne die hättest du auch nicht mal deine fucking Revenge bekommen, Mann. Ja, ja, das weiß ich. Aber ich weiß nicht mehr, was du da was es die fällt, dafür es, haben wollten. Das wirst du schon nicht verhindern. Ja, die haben nur gesagt, die würden gern mal, wenn sie euch brauchen, dann mal eure Hilfe erbitten. Und da hat gesagt, na klar, wir sind doch übelst nette Leute, Junge. Na gut, das ist dann ja easy. Ich dachte, da wäre irgendwas Special. Das wirst du auch noch wissen. Und zwar, das weiß ich nämlich noch. Sagt Jojo, ja, wir werden dir dann schon helfen. Und Vlad sagte, ach, wenn's dir jetzt zerrumst, scheiß auf die. Das weiß ich noch. Wow. So ungefähr, ja. Check das mal aus. Das könnte schon was werden. Wir werden sehen. Mal schauen, was er drauf hat. Ja, du musst ihm jetzt nicht irgendwie zum Degen fechten oder zum Wettschießen, vor allem nicht zum Wettschießen rausfordern, das ist ja, ne? Ja, Degen werfen wäre vielleicht auch nicht gut. Oder hier Degen fechten. Und du musst. Da würde ich ja vielleicht noch verlieren. Und du musst auch nicht zeigen, dass er, ne? Denke auch dran. Ja, ich weiß, vielleicht erzählt ihr auch was vom Pferd und dass eigentlich einer, der dort richtig was zu melden hat oder sowas, weiß ich, wie die ticken. Jojo hatte mit denen zu tun und du, ich nicht. Also lass ruhig angehen. Du musst auch nicht gleich sagen, dass du nur Prozzy bist. Easy. Hauptsache, du hast es im Hinterkopf. Definitiv. Schön. Ab jetzt. Jawohl, ab jetzt.
Und dann werde ich mich mal Richtung Küche aufmachen. Habt ihr das gute Zeug gerade in die Mikrowelle getan? Ernsthaft? Das müsst ihr langsam garen. Schmeckt aber wirklich gut. Warte mal kurz. Wie alt bist du nochmal? Ich bin 28, warum? Nee, ich meinte den anderen. Aber danke. Wieso? Keine Ahnung. Gab's, als du damals noch deinen Kaffee mit der Mühle per Hand gemahlen hast, gab's da noch keine Mikrowellen oder langsam garen lassen? Hab ich Zeit dafür, Alter? Die Scheiße soll heiß sein und dann soll die rein in den Schacht. Damit machst du den Geschmack kaputt. Das ist so ein scheiß Vorteil. Eine fucking Mikrowelle macht überhaupt keinen Geschmack kaputt. Was du in die Mikrowelle reintust, hat er auch vorher schon keinen Geschmack, Mann. Außerdem... Du hast mein Essen in die Mikrowelle gestellt und du sagst mir, Der Typ ist Gast. Ja, deswegen kriegt er ja nichts aus der Mikrowelle, sondern langsam aufgegart. Nee, Alter, hättest du jetzt Bock gehabt, hier 5 Stunden zu warten, bis es langsam angegart ist, oder was, Xu? Naja, nicht unbedingt. Ich bin ja relativ eilig, aber ja. Nicht unbedingt, hat er gesagt. Sollte es dir nicht schmecken, bedank dich bei ihm, ansonsten bedank dich bei mir. Außerdem, die Scheiße wird doch sehr gut. Siehst du, die Scheiße wird in der Mikrowelle nur heiß gemacht. Das ist doch nicht, ich meine, heiß oder heiß, ist doch völlig ja. Das eine dauert bloß länger. Das ist nicht ganz richtig. Das erklärt dir aber ein andermal. Na gut. Ach, du hast Ahnung von Technik. Naja, Vorsicht, mein Junge. Du kümmerst dich weiter? Ich kümmere mich weiter, ja. Gut, ich muss mal ans Schloss. Mhm. Viel Spaß damit. So, hallo erstmal. Hallo. Was gibt's denn? Ja, erstmal hier lecker essen, wie du siehst. Lass dir schmecken. Ja, lass euch. Pilz? Ich hab schon. Ah, und perfekt. Zeigt auf sein Bier. Ah, ich dachte, das wäre noch von gestern. Naja, egal. Er holt sich dann auch ein Bier und sieht dazu. Offensichtlich werden wir wohl zusammenarbeiten. Okay. Dementsprechend, moin, ich bin Frischling oder Carbon, je nachdem. In Ruhe mit diesen Spitznamen, ich nenne dich einfach Carbon, okay? Läuft. Kannst mich auch Xu nennen oder auch Xu? Ach so, dann, ich glaube, dann nenne ich dich lieber Xu. Okay, danke. Läuft. Sehr schön. Und du bist auch so ein Hacker, oder? Ich bin, Rigger. Aber, ja. Rigger? Ich hab erstmal meinen Wagen, der draußen steht, hast du ja vermutlich schon mal gesehen. Und, naja. Einen kleinen Partyboy, Mr. Mordrohne und noch eine Rotzlob von, eine Rotzlob mit Maschinenpistole ausgerüstet. So, ich bin eigentlich für alles ausgerüstet und das erst, ich bin erst seit ungefähr einem halben Jahr in der Stadt. Komme eigentlich aus Taiwan. Aus Taiwan, okay. Wie hast du dich nie wenn ich erzähle dir die Geschichte mal wann anders, wenn wir uns mal besser kennen, vielleicht. ja. Sagst du, wolltest mal neue frische Winde kennenlernen. Verstehe. Ungefähr. Mhm. Alles easy. Ja, das ist ja cool. Dann, dafür sprichst du unsere Sprache aber relativ okay. Zeigst du auf Sprachsoftware? Ah, okay. Es ist das Beste vom Besten. Ich meine, irgendwie muss ich mich ja verständigen. Ja, ich habe auch gerade drüber nachgedacht, klar, wenn ich einen von den ICs habe, dann wird er natürlich das haben, ist klar. Ja.
Was kannst du? Was kann ich? Ich spiele auch hin und wieder ein bisschen mit Drohnen rum, aber das ist eigentlich eher bei mir so ein Hobby. ansonsten bin ich der Mann fürs Grobe, sagen wir es mal so. Der Muskelmann. Sieht man mir ja nicht an. Was? Nee, also ich habe noch keine Ahnung, was wir genau tun, aber das werden wir noch herausfinden, denke ich mal. Okay. Dann finden wir es raus. Das könnten wir tun. Ich stelle jetzt dein Teller so ein bisschen nach vorne und Besteck, ich weiß ja nicht, ob das Plastikbesteck legt er so ein bisschen drauf und ja, steht dann langsam auf. Na, wo willst du hin? Wir wollten doch irgendwie, dass ich dir irgendwas zeige oder so. Kavan zeigt sein halbleeres, also sein halbes Bier. Erstmal gehe ich nirgendwo hin. Das ist ja noch voll. Quasi. Ich hab Getränkehalter. Nee. Und zum anderen können wir ihn anrufen. Was hast du gesagt? Und zum anderen können wir ihn anrufen. Ja, dann lass mich wieder langsam sinken und mache mich so langsam an mein Bier wieder ran. Das ist noch auch noch halb voll ungefähr dasteht. Ist leider kein Pilz, sondern Stalinbräu. Gehört. Stalinbräu geht auch immer. Das ist doch gut. Alles klar. Hallo, für dich reicht's ja. Für die Gäste nur das Beste. bist du da komplett bei den ICs oder? Es ist so ein bisschen kompliziert. Ich bin schon bei ihnen, aber auch nicht direkt, sondern eher als Hangaround. So ungefähr. Trotzdem noch ein bisschen spezieller. Okay, also du kannst also. Aber du hast halt mit denen dann immer zusammengearbeitet, oder wie war das? Ich kannte früher mal ein paar andere Leute von der IC-Brecher in Taiwan, aber naja, es ist was anderes. Ja, die IC-Brecher gibt es auch in Taiwan. Ja, das ist, habe ich mir da jetzt raus schon gedacht. Das wusste ich nicht, dass sie so global aktiviert sind. Eigentlich wirklich fast gar nicht, aber hat sich irgendwie so ergeben, dass sich da eine Zelle zusammengesetzt hat. Faszinierend. Durch die Unterstützung von ein paar Leuten. Ja, genug über meine Vergangenheit, aber setzt sich wieder so ein bisschen Gedankenversunken an sein Bier ran und trinkt es so langsam und gemächlich aus. Wenn es hart auf hart kommt, muss ich mich vor dich stellen, oder? Ach, das kriege ich schon hin. Okay. Außer ich bin eingerickt, dann könnte es vielleicht trotzdem gut sein. Man ist nicht so gut mit Wegspringen oder Abwehren oder. Ja, ich kenne das. Solange du dich nicht vor eine Kugel wirfst wegen einem alten Mann. Relativ alten. Uti, wie alt ist der Typ? 20, wie schon gesagt. Anführungszeichen 28, alt. Das war kurz abgehackt. Ja. Also jünger als Kavan, deutlich jünger. Ja, ich dachte auch schon so. Aber das war ein Kompliment. Na gut. Es ging mir eher darum, ob du dann, ob man dir einen Gegner überlassen kann oder ob du da nicht klarkommst, hinten umzuschießen. Krieg ich hin. Sollte kein Problem sein, also. Ich kenne mich relativ gut im Nahkampf aus. Ah, okay. Es ist halt,
wie du vielleicht schon gemerkt hast, ein bisschen angespannt hier gerade. Das ist keine gute Zeit für Urlaub. Woher glaubst du, habe ich mir meine Polizeidrohne hergeholt? Ja. Vermutlich von der Polizei. Ja, das könnte sein, während dieser Unruhen, da hat niemand mehr so wirklich auf so einzelne Drohnen geachtet und dann war auf einmal eine weg. Ups. Was kommt mal vor? Verschleiß nennt man das. So schade, so schade. Ja. Ich glaube, die haben sich geärgert. Diese Teile kosten schon trotzdem ein bisschen Geld. Jo, puh. Solange du nur von denen klaust und nicht von uns, ist alles gut. Da machst du ja keine Sorgen, also es sollte jetzt nie, sollte hier kein Problem sein. Willst du mit etwa sagen, wir haben keine Drohnen? So? Ich habe noch keine gesehen. Es soll auch keine Andeutung sein. Nee, alles easy. Sag mal, sagt dir der Name Smirnoff was? Dali, du bist ein bisschen abgehackt übrigens. Kann das sein, dass du Voice gut? Activation anhast? Nein, kann nicht sein. Okay. Der Name war Sascha Smirnoff. Ja, Sascha habe ich auch nicht gesagt. Achso, Entschuldigung. Ja. Das ist so abgehackt. So abgehackt warst du nämlich. Hör mir doch einmal zu. Ach du, würfel lieber erstmal eine Erinnerungsprobe. Du heißt ihr Schwein. Verdammt, kenne ich den? Es würde mich sehr wundern, hättest du dich outgame daran erinnert, aber ingame kann es sein. Es ist doch... Ich kann mich doch outgame nicht mal daran erinnern, was ich gerade gemacht habe. Das hätte sich niemand merken können. Vor allem, weil Smirnoff so ein Name ist, der kommt halt alle 5 Minuten. Erinnerung, Charisma und Willenskraft war das, glaube ich, ne? Oder Logik? Eher Logik. Kommt auch dasselbe hinaus. Das stimmt. Eiskalt kenne ich den. Eiskalt kenne ich den. Muss irgend so ein Mann sein, glaube ich, ne? Einer von vielen. War das nicht mal der Drogendealer in der Ecke? Der hieß auch so, ja. Und der Pizzaverkäufer. Und alle anderen. Und so ein Politiker, ja. Der hieß auch so. Oh, und der Wodka. Ja. Allerweltsname. Ja, das ist Sascha mit Vornamen. Aber... Allerdings... Das ergäbe ja sogar Sinn. Warte mal kurz. Wie werden denn die Johnsons genannt? Werden die auch Smirnoff genannt? Na, wir hatten uns ja mal auf Johansson geeinigt, aber es wird wohl irgendwo auch sowas wie ja, Smirnoff würde schon passen. Aber dann hätte ich schon gesagt Johansson, weil das ja einfach, das wird nicht mehr anders werden. Dede, du kannst mir mal würfeln und zwar eine Anzahl, die da sich nennt. 6 Würfel, das ist Klammer auf, SR, Leerzeichen, Anzahl der Würfel, also in dem Fall 6, Klammer zu, Enter. Enter. Mein Bier ist schon wieder leer, was soll das? Ich hab keins, was soll die Scheiße eigentlich? Ich würde dir eins rüberschmeißen, willst du selber weg? Soll ich dir jetzt einen Amakong trinken, oder wie? Warum nicht? Bring dir eins an eine E-Mail ran. Diddy? Wurf? Ja. Also. Einfach nur ruhig. Störende Pause. Du sollst ja würfeln. So, ich. Ich. Ja, ja, oh. Du, ja, ja. Oh, ja, Was war das? Ich okay. Dachte, ich wäre nicht gemeint. Nee, du warst gemeint. Eigentlich musst du nur genau das eingeben, was Daddy in der vorletzten Zeile eingeben hat. Mir musste das... Alter. Ich sag mal, ich glaube, ich habe jemanden gefunden, der jetzt gut würfelt und es ist nicht mehr Kaban. Das ist aber ärgerlich. Deine Zeit ist vorbei, mein Junge. Ich sehe das so noch nicht ein. So. Mach mir keine Hoffnung. Pass auf. Xu weiß, dass Sascha Smirnoff, also ich meine, ja, es ist halt immer noch ein Allerweltsnamen, aber den man kennen könnte, das ist so ein hässlicher Zwerg, der für so eine Anti-Con
nennen wir es mal Zeitschrift, namens Freies Russland irgendwie was macht, relativ viel, der zumindest das Gesicht davon ist. Das Ding ist jetzt nur so mittelmäßig legal. Und mittelmäßig meine ich nicht. Sei so quasi ein Piratensender. Und das passt ja sogar ganz gut zu einem IC-Brecher. Und deswegen ist das sogar logisch, dass du das weißt. Der ist jetzt nicht ultra eng mit denen verwachsen, aber man hat eine ähnliche Gesinnung teils. Der Name sagt mir schon was. Ist es nicht dieser eine Berg da, der diese Zeitung da schreibt, Freies Russland? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Na doch, es müsste der sein. Ich gehe mal meine Liste der Abonnenten durch, Abonnements, die ich habe von Zeitschriften, also 3 und no. Schau einfach mal nach Freies Russland. So ist irgendwie was fast schon auf der verbotenen Seite ist, sozusagen. So im Grauraum. Oha. Habe ich letztens mal was drüber gelesen, aber ja. Also kennen tue ich ihn jetzt nicht persönlich. Habe mal ein paar Artikel von ihm gelesen, aber sonst. Okay. Wahrscheinlich werden wir ihn bald persönlich kennenlernen. Oder jedenfalls über das Comlink. Der junge Mann hat nämlich sagt uns nämlich die Details, wenn ich das richtig hatte. Details von was? Jetzt genau? Naja, ich sagte ja, ich führte das Gespräch damit an, dass wir zusammenarbeiten werden müssen, wohl irgendwie. Okay. Und dieser junge Mann wird uns wohl dazu helfen. Oder beziehungsweise die Information geben zu. Okay, gut, dass ich auch informiert werde. Deswegen tue ich das, ja. Ah, deswegen danke ich dir auch. okay. Aber. Also zusammengearbeitet hast du mit dem noch nicht. Persönlich kennen tue ich ihn nicht. Ich habe halt wirklich nur ein bisschen was über den gelesen, deshalb. Der steht halt auch so ein bisschen gegen die Konzerne, aber genaues weiß ich jetzt auch nicht. So. Na, okay. Na gut. Weiß auch nicht, ob der vertrauensselig ist, aber ansonsten würde uns ja niemand da hinschicken, also. Das stimmt wohl. Okay. Gut, dann. Rufen wir doch mal an, würde ich sagen. Hilft uns doch, ne? Du hast seine Nummer, also. Nee, ich hab seine Nummer gekriegt, ja, von. Ja. Über deinen Chef. Oder Freund. Ja. Über dem, der dich hier hingeschickt hat. Ja, meinen Kollegen. Genau. Dann rufen wir mal an, würde ich sagen, oder? Ring, ring, ich rufe den jetzt an. Und hol dir hier zu, gleich direkt in die Konferenz. Warte. Jo. Ich will nichts kaufen. Hallo, hier ist zu. Von den Falcons an. Ich soll irgendwie... Ah ja, irgendwie... okay, gut. Wir treffen uns dann... Boah, wie komme ich jetzt da hoch? Wir treffen uns dann. Da hier. Monorailstation Kratovplatz. Da ist so eine Imbissbude, okay? Ich brauche 2 Stunden, passt das? Kein Problem. 2 Stunden, okay, klar. Okay, ich erkenne euch. An eurem Schlapphut. An unserem Schlapphut. Kriegen wir hin, läuft. Piep. Kriegen wir jetzt den Schlapphut her? Das ist ganz einfach. Wo man alle Kleidung herkriegt. Man fragt, ob jemand das hat. Genau, aus einem Schrank.
Habe ich einen Schlapphut in meinem Schrank? Keine Ahnung, hat Kaba einen Schlapphut? Und ich erinnere mich, dass du irgendwann mal vielleicht richtig dick eingekauft hast bei Meta Ergonomics, nee, bei Metal. Weißt du noch? Ja. Wenn da kein Schlapphut dabei war, dann müsstest du ja eigentlich noch mal hin. Nee. Ey, dann lass ich da wieder 10.000 Euro. Warst du doch bestimmt mal mit Misha da und ihr habt euch richtig die Hucke voll gekauft. Ja, Misha ist auch so leicht zu beeinflussen. Nein. ja, also definitiv habe ich einen Schlapphut, ja. Kind, irgendjemand in der Scheißgang hat einen Scheißschlapphut. Vermutlich haben sie auch sogar zwei, wenn ihr das wünscht. Mhm. Ich nehme mir sogar noch eine Sonnenbrille. Bitte was? Eine Sonnenbrille für mich, okay. Auf jeden Fall. Okay. Habe ich auch noch einen Detektivmantel? Was verstehst du denn unter einem Detektivmantel? Naja, so einen braunen Trenchcoat. Ist es jetzt soweit? Na sicher. Detektivkarma schlägt. Und ich brauche eine Pfeife. Ja, warte mal kurz. Ich muss mich nur schnell überheben. Nee, eine Pfeife könnte vielleicht echt übertrieben sein, aber den Trenchcoat gestehe ich dir noch zu. Kann super. Bloß sein, dass du jetzt vielleicht eher aussiehst wie Public Masturbator. Das ist egal. Ich habe immerhin einen Zwerg dabei. Das ist ein Mensch. Naja, in meinen Augen ist das ein Zwerg. Ach so. Der ist 1,59 Meter. Knapp 1,60 ist ja quasi schon ein Zwerg. Sicher. Du bist gerade mal 30 Zentimeter größer. Das ist ein bisschen mehr als ein Kopf. Sag, ich weiß Bescheid. Gut. Der ist ein Zwerg. Gefühlt. Na gut. Juti. Dann zeig mal, was eine Karre so kann. Okay, machen wir uns auf zum Auto, würde ich sagen. Und steigen ein und darauf und steig ein und dann gibt dann sozusagen erstmal meinem Piloten das Ziel vor, weil ich irgendwie zu faul bin, selber zu fahren. Das ist der Rigger. Der Rigger der Zukunft, ja. Wenn das nicht eilig hat, dann muss es nicht. Eieiei. Der Rigger, der den Piloten fern lässt. Ah. Professionell, ja? Dann zeig mal, was du kannst. Guck mal, ich bin so gut. Mein Auto kann das selbst. Ich guck mal, welchen Pilot es überhaupt hat, bevor ich das mache. Ist vielleicht gut. Nee, der ist bestimmt immer gut. Das passt ja. Schon so. Pilot 3. Müsste ja, reichen, ist, oder? Ja, na klar, um da hinzukommen, ist das nicht so der Stress. Ja, also wir würden quasi so fahren, dass wir eine Weile brauchen. Oh, also, wenn wir das vielleicht da sind. Ja, zwei Stunden, ihr braucht vielleicht 40 Minuten. Ja, also dementsprechend würden wir quasi noch ein bisschen Zeit vertrödeln und uns noch einen Kaffee holen. Ja, fähr davor nochmal einmal rundrum, um nochmal nach Verfolgern zu schauen. Und hält dann da in der Nähe auf dem Parkplatz oder so. Ja, währenddessen kriegt... Euch verfolgt jemand. Jojo quasi noch eine Nachricht. Da ist jemand hinter uns. Du wirst im Nachrichtenschreiben unterbrochen, das passt schon. Mhm. Zwei Personen, also sowas wie ein Smart halten, zwei Personenwagen, den so Lohnsklaven fahren. Und der ist jetzt mindestens schon seit zwei Kreuzungen hinter euch. Sind seit zwei Kreuzungen hinter uns. Wir fahren gerade einmal im Block. Ja, dann fahr doch mal da rein, würde ich sagen. Er biegt ab. Einfach in irgendeine Nebenstraße, ja? Ja. Bleibt hinter euch. Ziemlich nah, also, ne? Dann drehen wir jetzt hier gleich da vorne, siehst du? Er lockt sich erregt sich jetzt ein. Ja. Und übernimmt die Kontrolle und gibt ein bisschen mehr Gas. Ein bisschen mehr im Sinne von ein bisschen mehr oder ein bisschen mehr im Sinne von ich hänge die volle Bude ab?
Die Tempobeschränkung wird noch gerade so beachtet und mit 5 km/h drüber ignoriert. Also erstmal versuchen, ob sie immer noch hinter ihm sind oder. Ja. Sind sie. Ja. Dann dreh doch hier einfach mal 180 Grad Drehung quasi da vorne, da kannst du es nämlich, ist legal. Macht er. Und fährst dann quasi in gegengesetzte Richtung zurück. Ja. Das Auto wird sich wenig galant auch hinter euch einreihen. Und ihr habt jetzt gibt ein dann Auto Vollgas. Fährt dann im Auto vorbei und gibt Vollgas. Na, zeig mich doch mal so eine Fahrzeugprobe, bitte. Bodenfahrzeuge und Reaktion. Ich drehe mich mal um und schau mal, was ist das denn für ein Auto? Also steht da irgendwas drauf? Mach mal so ein Foto. Ja, Foto mache ich auch noch, das ist gut. Und quasi auch mit Gesicht. Ich will die Gesichter sehen. Kann ich die sehen? Na, die Fenster sind ja leider verspiegelt. Aber du sagtest, ich kann erkennen, dass da 2 Leute drin sind. Habe ich gesagt, ja. Das ist ein 2-Personen-Fahrzeug. Hast du gesagt. So. Aber kann jedenfalls vom Fahrzeug mal... Scheiße. Ja, an der einen Stelle ist die Verspiegelung kaputt, deswegen hast du gesehen, dass es 2 Personen sind, meinetwegen. Falls ich das gesagt haben sollte. Das heißt, du kannst den Schritt und die Brust von 2 Personen erkennen. Das muss eine Frau und ein Mann sein. 4 Erfolge hast du. Ja gut, du gibst Vollgas. Achso, was ist überhaupt dein Limit? Das müsste ich mal gucken. 4. Endlink. Ach stimmt, du bist ja eingeriggt. Das ist völlig irrelevant, was hier will. Okay, du ziehst volle Bude ab und lässt den Verfolger meilenweit hinter dir. Fahr dann durch ein paar Seitenstraßen und versuch sozusagen zu verschwinden. Easy. Lässt dann einen anderen Aufkleber sozusagen, eine andere Aufschrift auf sein Auto drauf. Nudelservice. Jetzt mit extra viel Glutamat. Ja. Mm. Hier gibt es auch die extra scharfe Soße, wenn Sie wissen, was ich meine. Das schmeckt. Und reiht sich dann wieder in den Verkehr ein und fährt erstmal rufen. Gaban, wir sollten den vielleicht nochmal anrufen und ihm Bescheid sagen, dass wir vielleicht den Treffpunkt trotzdem verlegen sollten, weil könnte sein, dass die jetzt mitgekriegt haben, dass wir da einmal rumgefahren sind. Wäre vielleicht ganz gut. Ja, aber die wissen aber nicht, wo wir da rumfahren wollten. Die sind ja einen Block so weit rumgefahren. Also. Und vor allem haben wir die dann aufgestellt. Also es war ja einfach nur eine Routine. Wir fahren um Block. Kacke, das kann ich. Ich glaube nicht, dass sie das wissen. Und wer verfolgt dich? Naja, man weiß nie. Nee, ohne Scheiß, wer verfolgt dich? Du bist auffällig, paranoid und dich verfolgen wirklich Leute. Was passiert? Muss ich das wissen? Wird uns das weiter verfolgen? Ich glaube eigentlich nicht, dass das irgendwas mit meiner Vergangenheit zu tun hat, aber weil die habe ich weit hinter mir gelassen, also extrem weit. Und aber ich seit dieser Zeit habe ich mir angewöhnt, extrem paranoid zu sein. Man weiß ja wirklich nie, mit wem man mal redet oder mit wem man mal vertraut. Schaut so ein bisschen glasig aus dem Fenster vom Fahrzeug raus. Die außerdem davor schon wieder ausgelockt und dem Piloten das Fahren übergeben. Dass sie sozusagen da wieder zurückbringt. Okay. Also ich wüsste jetzt nicht direkt, wer uns jetzt hier, ausgerechnet hier, jetzt verfolgen sollte. Ich auch nicht. Aber ich bin halt extrem vorsichtig geworden, ich weiß auch. Ja. Vorsichtig ist ja nicht schlimm. Es ist, nur weil man paranoid ist, heißt das, dass man ja nicht verfolgt wird. Ne? Ja, ist auch manchmal. Entschuldigung. Was? Ich wollte euch nicht unterbrechen, also Entschuldigung. Gut, dann fahren wir zurück.
Sehr gut. Ja. Didi, die letzte Nachricht, ich meine, nach der Verfolgung wirst du ja vermutlich den Com-Code von deinem, die Com-Link-ID von deinem Fahrzeug gewechselt haben, ne? Jo, damit man das nicht verfolgen kann. Die letzte Nachricht, die dann noch reinkam, das muss also irgendwann während dieser krassen Kiste gewesen sein, ist eine Sprachnachricht von, ja, unbekanntes Com-Link. Abspielen. Mensch, Rüchow, was fährst denn du hier sowieso besenkt? Ich dachte, du weißt, wo es lang geht. Wir sollten doch hier irgendwie da rüber zum Kruscher. Und ich weiß ja, jetzt fährst du hier wieder zurück. Was soll denn die Scheiße jetzt? Was machst du denn? Dir werde ich helfen. Piep. Was auch immer das jetzt gerade war. Hast du eine Ahnung, wer oder was gerade der von uns wollte? Nö, nee, keine Ahnung. Gute Tarnung. Ja. Naja, auf jeden Fall, was ich gerade noch anmerken wollte, bevor es losgeht. Erstmal schicke ich die Nachricht weiter ab. Und B, du hast gerade in der Konferenz gesagt, dass du von den Falcons anrufst. Nein, nein, ich rufe von den Falcons an. Du maximal im Namen der IC-Brecher. Wenn überhaupt. Wann versehen, kein Problem. Komm nimm mal vor. Aber er hat gesagt, er hat auch gesagt bei, glaube ich. Ist das so? Ich habe fort verstanden. Er kann ja auch falsch verstanden haben. Kann ja auch egal sein inzwischen. Jetzt ist ja auch egal. Juti, dann können wir weitergehen. Ja, gehen dann da Richtung ja, Station, ich glaube, Zeit sollte jetzt nach der Verfolgungsjagd und diesem Umweg vielleicht schon ein bisschen vorangeschritten sein, oder? Ja, passt schon so. Also ich meine, ihr habt noch eine ganze Menge Zeit, aber klar. Klar, wir können auch eine Wurst essen. Super. Also ich gehe quasi zu dem zum Kiosk, hol da noch zwei Bier. Das gute von Moskau. Nein, Moskau-Bräu, diesmal. Hauskneipe, quasi. Das ist Stalinbräu, nur umgemünzt auf Moskau, damit das halt den Lokalpatriotismus versteigen soll. Mhm. Das heißt, es ist quasi auch wieder Stalinbräu, aber das ist halt Moskau-Bräu. Ja, ist nur anderes Etikett. Mhm. Ja, nehme ich das Bier entgegen und ja. Um jetzt nicht unbedingt was zu essen, weil ich ja trotzdem jetzt schon Burger gegessen habe und was auch immer aus Fleisch vorhin. Geschnitzeltes. Ja. Ich mich da warten mit meinem Bier in der Hand an so die Ecke von der Bude. Dito. Dann schauen wir mal um. Wir wurden ja gerade eben schon verfolgt. Ist denn da irgendwas auffällig? Nee. Das ist doch gut. Bevor wir jetzt zum Treffen kommen, würde ich mal einen Cut machen. Können wir machen. Wir sehr unterhalten gut, dann, uns über Spezifikationen von Don. Sehr gut, dann bin ich mal kurz AFK, dann kann ich nämlich klären, wann und ob Flummi kommt, okay? See. Ja. Klein Flingel. Jetzt ist ja der Scheiß Dingscast schon eine ganze Weile draußen. Da ist mir aufgefallen, wie viel vorher wir den gemacht haben. Aber na gut, vermutlich dachte ich, dass ich mehr Folgen pro Woche rausbringe. Habe ich jetzt aber gar nicht gemacht. Na gut, okay. Also, was steht denn hier? Steht Kaban voll Jutta Smalltalk und so. Voll aufgetaut als großer Brudertyp. Ach ja, genau. Mit Didi.
Fand ich nämlich tatsächlich. Ich habe Gaban, theoretisch hätte ich es ja mal erleben können, als wir Wanderzart dabei hatten, dass das Gaban als derjenige, der jetzt schon lange in der Gruppe ist und damit der selbstbewusste, erfahrene Typ ist, sich der hätte darstellen können. Aber da war das irgendwie nicht. Aber dieses Mal fand ich das irgendwie gut. Einfach dieses, diesmal will ich nicht den Begriff gönnerhaft benutzen, weil es nicht ganz stimmt, sondern halt irgendwie so der große Bruder sagt, guck mal mit, kriegst du erstmal ein Bier, kriegst du lecker geschnetzeltes, aus dem Mikrowelle, ärgerlich. Und so insgesamt. Fand ich ganz nett. Didi. Ich meine, das ist jetzt eine super kurze Folge, weil ne, Flumi und so ja später kam. Mit Didi wird ja einer der schönsten Runs seit langem mal wieder passieren. Für mich. Das dauert auch nicht mal lange. Das ist alles sehr erklecklich. Und allgemein, Xu ist ja ein guter Rigger. Das werden die auch brauchen. Jetzt muss man dazu Folgendes sagen. Nach den ersten, oh Gott, 2 Folgen? Oder nach den ersten 4 Folgen, die jetzt mit Didi sein werden? Nach den ersten paar Folgen, da gab es nochmal ein kleines Charakter-Overhaul, weil es Verwirrungen ja bezüglich wie viele Punkte und so weiter irgendwo rein. Ich will nicht sagen, dass ich mich nicht ausdrücken kann, aber es kommt schon häufig vor, dass Leute mich nicht verstehen. Und da kann ich ja nicht immer sagen, es liegt an denen, nicht wahr? Aber häufig genug. Worauf ich hinaus will, Didi wird dann irgendwann, also Xu wird dann irgendwann plötzlich sehr viel kompetenter auf sehr vielen Gebieten sein. Das ist auch gut so. Na? So. Dann, wie auch bei Wanderzart, ich finde es ja völlig normal, dass die Leute jetzt, die bei uns mitspielen, irgendwie nicht so ewig sich vorstellen wollen, so ein Scheiße aussehen muss. Also Didi ist erst kürzlich wieder aus dem Gefängnis gekommen, weil sein Drogen- und Prostitutionsring ist ein bisschen in die Brüche gegangen vor ein paar Jahren, deswegen musste er ein bisschen härter durchgreifen und dann sind da halt ein paar Sachen schief gegangen und die Bullen haben diesmal nicht die Hand ausgestreckt, sondern die mussten tatsächlich was machen. Und hat aber da im Gefängnis einen guten Freund von mir kennengelernt, den Walter, und ist dann so zu uns gekommen. Didi zur Zeit hat gerade eine Phase der ist ja jetzt Ende 50, des neuerlichen Sturm und Drangs. Das ist jetzt nicht direkt eine Midlife-Crisis, aber neuerlicher Sturm und Drang, wo er sich aktiv für die Umwelt einsetzt und da auch schon mehrere Tankwagen und sowas in die Luft gejagt hat. Also ein ganz sympathischer Typ eigentlich. Wie du sicherlich auch schon gemerkt hast. So. Und das werde ich jetzt nur einmal sagen, solange wir die Musik behalten. Die Musik ist von Lamb Premium Titel The Grand Prize auf dem Album The Grand Prize. Aller Rest ist ja auch scheiß. Video Beschreibung. Und bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Zuckertaschen.